So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen rumgedreht. Ich habe jetzt einerseits Musik auf minimaler Lautstärke und ich habe die allgemeine Lautstärke runtergedreht von den Soundeffekten, also gerade von den Autos, von den Fahrzeugen. Weil ich ja beim letzten Mal überhaupt nicht zu verstehen war während des Rennens. Und dann habe ich noch irgendwas zu sagen. Genau, das hier ist ja Part 2. Oder wird Part 2. Es ist aber eigentlich schon der dritte Part, denn der eigentliche zweite Part ist leider verschollen. Das heißt, verschollen beim Rendern ist ein Fehler aufgetreten. Die Originaldatei habe ich nicht mehr. Moment, Mikro macht hier gerade ein bisschen so einen Abflug. So. Die Originaldatei habe ich nicht mehr und deswegen ja, musste ich das halt außen vor lassen. Also die gerenderte Datei ist beschädigt, irreparabel, die kriege ich auch nicht mehr hin, habe es schon versucht. Und die RAW-Datei ist halt futsch, das heißt, ich kann das auch nicht nochmal von vorne alles machen. Deswegen tut es mir leid, habt ihr ein paar Rennen verpasst, der war glaube ich eine halbe Stunde lang der Part oder so. Was nehmen wir da wohl für einen Wagen? Die Ingenieure von Porsche haben einen lang gehegten Traum in die Tat umgesetzt. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Warum sollte das beim Auto falsch aussehen? Werden wir gleich gewahr. So, Hot Pursuit, das heißt Rennen mit Polizeiverfolgung. Fand ich immer sehr spaßig, muss ich sagen. Ja, wir haben keine Waffen zur Verfügung bei diesem Rennen. Und mich nervt hier gerade dieses verkackte Kabel. Mensch, zieh Leine, ey. So, so geht's auch nicht, aber egal. Ja, dann gewinnen wir das halt hier kurz. Probieren wir, seinen Wagen auszuschalten.
15. Das hätte ich auch wieder geschafft wahrscheinlich. Ich habe da ja 1, 2, 4. Naja, passt schon. Eine neue Belohnung haben wir. Komm. Komm, überspringen. Oh cool, sogar noch ein Level up. Nice. Vor Raserei noch extrem gesetzt, damit es heftig ist. Das klingt einfach nicht so heftig. Dodge Charger. Ja, ich glaube bei Polizei habe ich den sogar schon freigeschaltet. Das letzte Mal. Meint schon ziemlich viel weiter. Und letzte Evolution X. Oder aus gutem Grund anders. Bei ein Mitsubishi, den hatte ich immer von Anfang bis Ende. Ich weiß gerade leider nicht, wie der heißt. Drei Wagen, nicht schlecht. So, dann haben wir auch das. Sehr gut. Zwei neue Rennen haben wir freigeschaltet. Was sind denn das für welche? Duell? Das ist, ja, ein Duell halt. Und Vorschau, Kangani, hä? Was hab ich gerade gesagt? Pangani habe ich gerade gesagt, glaube ich. Naja, das war natürlich grandioser Bullshit. Okay, nimm mal Boden. So, Vorschau Sport, ich weiß gerade gar nicht. Ach genau. Einfach auf Zeit fahren. Also in unter 1,22 musste ich da sein. Ich weiß nur nicht, ob das wie bei Polizeivorschau auch mit Strafen ist, wenn ich irgendwas ramme. Gebe ich mich jetzt noch nicht zufrieden. Später vielleicht mal, wenn die Strecken schwerer werden oder komplizierter. Komplizierter. Yeah.
gleich nochmal machen. So. Und will ich mal sehen, ob ich da wirklich eben einfach... noch mal besser. Also hat der Drifter, also der eine Driftfehler wirklich irgendwo sonst noch Fehler gemacht. BM4. Alter. BMW Z4. Noch ein Wagen oder hatten wir nur einen Wagen freigeschaltet? Ne, das schien es gewesen zu sein. So, ich habe gerade noch mal geguckt, wie das jetzt mit der Aufnahme war. Lief ja richtig, richtig geil, muss man sagen. Also ich war super zu verstehen. Nicht. So, Interceptor, neue Ausrüstung. Für die nächste Mission wurde dein Interceptor-Fahrzeug mit einem Abbruchmechanismus für Nagelbänder ausgerüstet. Mikrofon hochgedreht. Aktivierst du diese Waffe, wird am Heck deines Wagens ein Nagelband abgeworfen. Dann muss ich einfach mal den Game-Sound noch leiser stellen, was ich schade finden würde. Dein Fahrzeug kann nur eine begrenzte Anzahl von Nagelbändern mitführen. Außerdem ist nach jedem Absetzen eine Pause nötig. Verwende die Bänder also nur, wenn du dir sicher bist. Einsatzleitung Ende. Ja. EMP war immer geil, so in Kurven einfach reingeknallt. Oder rausgeknallt. So. Boah, die Beschleunigung ist ja mal echt heftig bei dem. Nehme ich den Nissan? Ich nehme den. Hab ihn, glaube ich, noch nie gefahren, den Charger. Mal schauen, 5 Nagelbänder haben wir. Ja, ich ramm den einfach ein bisschen. Oh, nasses Wetter. Ich hasse Regenwetter. Ich hasse es. Oh, mal schauen. Mal schauen. Ja. Ah, sehr schön. Officer verfolgen einen blauen Subaru und Prezer auf dem South Face Drive. Bestätige, Interceptor Einheit ist unterwegs. So, dann schnappen wir uns mal den kleinen Wichser da. Ja, ich, wollt nicht direkt, also das wäre ja, und überhaupt, also, ne, ihr wisst, was ich meine. So, den Spaß nochmal. Ich fand das Intro einfach so geil, das wollte ich nochmal sehen. Ups, jetzt habe ich es übersprungen. Ah, so ein Pech, aber... Verfolgung hat die Straße verlassen. So. Hinter die Abkürzung hinter, okay.
also vor ihm zu bleiben. Ah, scheiße, die brauchen ja noch einen Vektor rauszufahren. Verdammt! Egal, hier könnte ich ihn kriegen. Oder auch nicht. Alles klar, das war mal grandios verkackt. Beim Regen muss ich aufpassen mit dem Driften. Das ist da doch ein bisschen extrem immer. Scheiße. Ich weiß noch, das war bei einer höheren Klasse, da hatte ich mal einen, den bin ich einfach nur einmal hinten drauf gefahren mit Nitro. Nach 5 Sekunden oder so mit Höchstgeschwindigkeit hinten drauf gepratzt und schon hatte ich das gewonnen. Weil der das dann im Gegenverkehr gemacht hat, am Fahrzeug gerannt und dann hat er ihn nochmal erwischt und naja, das war's für dich. Du kleiner Hund, ey! Alter, Alter! Am Arsch! Ich hasse es bei Regen, ne? Ich hasse es einfach. Hallo, es kommt, Kollege. Ja, jetzt nimm du die Porn, du Hund, ey! So ein kleiner Bastard! So, du Wichser! Meine Fresse nochmal! Jetzt muss ich wieder auf den Schwanzlutscher warten, ey, komm her! An alle Einheiten, Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt, over. So, jetzt habe ich zu lange wieder gewartet. Geil, ey. Ja. Das wird Rekord. Ich habe Kontakt. Oh Mann, ey, wie der mir auf die Eier. Auf die Eier geht. Kann der nicht einfach. Will der mich verarschen, ey? Boah, komm her! So, kannst du mir mal die Eier kraulen? Alter, der ging mir ja mal richtig auf den Senkel. Meine Fresse nochmal. Fährt er da im Gegenverkehr ein Auto rein? Meine Fresse, das hätte nicht mal ich hinbekommen. Pfosten, ey. Nun gut, nichts Neues freigeschaltet. Ich würde sagen, hier beende ich das mal. Wir sehen uns dann andermal wieder. Bis dann, ciao.